Hallo und herzlich willkommen hier bei Wild und Wundervoll. In diesem Video erzählen wir euch, was wir für 11 Wochen in Neuseeland an Geld gebraucht haben. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle of fools. Whatever we will miss, got nothing to prove. But in the dark, I'm starting to. In unserem letzten Video ging es um unsere Reisekostenaufstellung für Australien, wo wir ein paar Wochen waren. Das könnt ihr euch natürlich auch noch angucken. Und wie gesagt, jetzt ist alles für Neuseeland dran. Da waren wir nämlich nach Australien und wie gesagt, wir waren da 2,5 Monate ziemlich genau. Und es ist gar nicht so teuer geworden, wie wir zuerst erwartet haben. Und da haben wir auch ein paar ganz gute Tipps für euch. Aber ich habe hier mein Handy. Da sind alle Kosten drin. Wir haben nämlich die App Travel Spend benutzt. Also insofern auch wieder hier unbeauftragte Werbung. Die App ist richtig, richtig cool. Da haben wir jeden Tag unsere ganzen Kosten eingetragen. Man kann das auch in unterschiedliche Kategorien teilen und das ist richtig super. Genau, und ich fange jetzt einfach mal an bei den Flügen. Wir mussten ja schließlich von Australien nach Neuseeland kommen und da sind wir von Sydney ausgeflogen und wir haben für 3 Personen 450 Euro bezahlt. Das ist vielleicht auch noch interessant, falls ihr uns noch nicht kennt. Wir sind ja Wild und Wundervoll und wir sind 2 Erwachsene und ein Kleinkind. Unsere Tochter Noah ist 2,5, aber sie zählt einfach trotzdem schon als 3. Person richtig. Also tut sie sowieso, aber auch finanziell gesehen, sie zahlt das eigentlich so gut wie den vollen Flugticketpreis und auch sonst kommen da so viele Kosten noch auf uns zu, dass sich das echt die Waage hält und deswegen sagen wir jetzt für 3 Personen. So Leute, es geht los. Die Flüge waren 450 Euro von Sydney, eigentlich nicht nur nach Auckland, sondern nach Kirikiri. Wir hatten nämlich in Kirikiri ein Hausset, aber dazu komme ich später. Ansonsten wäre es wahrscheinlich noch günstiger gewesen. Wir sind nämlich dann eigentlich nur bis nach Auckland geflogen, weil in Auckland haben wir uns dann für eine gute Woche einen Campervan ausgeliehen. Ich glaube, es waren sogar so ziemlich genau 10 Tage. Und da sind wir jetzt auch schon bei unserem nächsten Punkt, bei den Unterkünften. Für diese 11 Wochen haben wir insgesamt, lasst mich nochmal nachgucken, 1601 Euro für Unterkünfte bezahlt. So, warum ist das jetzt so günstig für so eine lange Zeit? Ganz einfach, wir haben einen Campervan gehabt für 10 Tage und der Preis lag bei 664 Euro. Und wir hatten auch so ein Express-Return-Paket dazu gebucht, noch für 168 Euro. Einfach damit wir nicht den ganzen Tag bei diesem Mietverleiher am Ende warten müssen, bis der alles checkt. Und da hätten wir noch selber Gas wechseln müssen und wir hätten ganz, ganz viele Sachen selber machen müssen, auf die wir keine Lust hatten und dann hat sich das wirklich gelohnt, dieses Paket zu nehmen. Man hätte auch noch irgendwie extra Kilometer eventuell zahlen müssen und das haben wir uns dann ausgerechnet und das war einfach recht cool. Und damit war das dann jetzt halt über 800 Euro schon echt ein teurer Spaß mit dem Camper. Dazu kamen auch noch ein paar Gebühren für Campingplätze, aber das hat sich im Rahmen gehalten. Was auch noch recht teuer war bei den Unterkünften, war unsere letzten 8 Tage in Auckland. Wir waren nämlich am Ende der 11 Wochen in Auckland, um unser Visum für Thailand zu beantragen und haben noch ein bisschen Großstadtfeeling genossen und da haben wir für eine coole Airbnb-Wohnung 620 Euro bezahlt. Genau, da hatten wir, in dieser Wohnung hatten wir sogar 2 Schlafzimmer. Es war ein totaler Luxus für uns. Und wir haben es eigentlich auch nur so günstig bekommen, weil wir eine der ersten Mieter in dieser Wohnung waren. Genau. Für was haben wir noch Geld ausgegeben an Unterkünften? Nein, genau 36 Euro für die Campingplätze, genau. Oh genau, und 113 Euro für die erste Nacht plus Verlängerung, als wir angekommen sind im Hotel in Auckland. Und das war es dann auch schon an Unterkünften. Die restlichen Unterkünfte, nämlich für über 7 Wochen, durften wir bei John und Sabine hier, falls ihr zuschaut, auch ganz, ganz liebe Grüße, in einem süßen kleinen Häuschen in Kaikohe wohnen. Die zwei waren nämlich in Thailand und haben dort Urlaub gemacht. Und und wir haben auf ihre Tiere, auf die Katze Sunshine, die wir fälschlicherweise immer Yin genannt haben,
und den Hund Cosmo aufgepasst. Dazu hatten sie auch noch 3 Hühner und Bienen und einen großen Garten und das war richtig cool. Also sie hatten da richtig Gewächshäuser und da ist viel Gemüse gewachsen. Und dafür haben wir nichts bezahlt. Das Einzige, was wir da bezahlt haben, das kommt dann auch später, das erzähle ich euch gleich, dass das blöd gelaufen. Da ist was mit dem Auto schief gegangen. Stimmt, und wir mussten nämlich auch, hatten nämlich auch keine Mietwagengebühren. Wir durften ihr Auto mit benutzen. Also es war also ganz, ganz toll, ein ganz großes Glück für uns. Wir haben diesen House-Sit über Kiwi House Sitters bekommen und auf diese Seite können wir euch echt sehr empfehlen, falls ihr speziell für Neuseeland so etwas sucht. Der nächste wirklich große Punkt auf der Liste sind Einkäufe. Unter Einkäufen zähle ich jetzt alles vor allem halt an. Lebensmittel, Getränke für die Noah Windel, Kosmetika, Schnickschnack, irgendwie Putzmittel oder so. Also wirklich alles, was man so für den Alltag braucht. Und da haben wir insgesamt 1.444 Euro ausgegeben. Dann haben wir es uns natürlich auch etwas gut gehen lassen und haben Ausflüge gemacht. Wir waren zum Beispiel bei den Hobbits und wir haben halt mehrere Ausflüge in die Natur gemacht. Und da gab es dann auch Snacks und weitere Sachen und ich weiß schon mal gar nicht mehr, was wir noch alles gemacht haben. Auf jeden Fall sind in den 11 Wochen 301 Euro dafür zustande gekommen. Ab und an sind wir auch mal in Restaurants gegangen oder ja, sind halt unterwegs essen gegangen. Es war nicht immer ein Restaurant und dafür haben wir 499 Euro ausgegeben. Es ist definitiv ein Punkt, wo man sparen könnte. Jetzt muss ich euch was beichten. Wir haben hier noch den Punkt Shopping. Unter Shopping fällt so alles Mögliche, was wir halt einfach so eingekauft haben an Spielzeug und an Büchern und an Klamotten. Aber das ist recht hoch geworden und zwar 701 Euro. Aber davon sind fast 300 Euro einfach an eine wunderschöne neue Sommerkollektion für uns alle, für Thailand draufgegangen. Und das ist definitiv ein Punkt, den man nicht ausgeben muss. Aber irgendwie waren wir da in Auckland am Ende in der Großstadt und ja, und nachdem wir halt sehr, sehr lange, die Wochen davor, eher sehr ländlich gewohnt haben, hat uns der Kaufrausch gepackt. Was es da alles Tolles gab. Und wir waren da vorher auch viel in Asien unterwegs und so. Und ja, da haben wir zugeschlagen. Ach ja, by the way, wir haben auch einen neuen Koffer gebraucht. Der ist auch dabei in diesem Geld. Also Shopping 701 Euro. Eigentlich könnte man von dem Gesamt ein paar hundert Euro runterstreichen, weil das braucht man nicht unbedingt. Ich habe es ja schon gesagt, besonders bei unserem House-Sit durften wir mit dem Auto von den eigentlichen Hausbesitzern herumfahren und wir haben natürlich aber auch Sprit gebraucht und auch Sprit für unseren Camper, den wir ein paar Tage hatten. Und zusammen mit ein paar Taxigebühren und zweimal ein Busticket von Auckland nach Kerikeri, das war in der Nähe von unserem House-Sit und von Kerikeri wieder zurück nach Auckland, haben wir insgesamt 509 Euro ausgegeben. Das meiste waren hiervon wirklich diese Bustickets von Auckland nach Kerikeri, das sind so 4,5 Stunden Fahrt und zurück. Das lag nur so bei 150 Euro und der Rest war wirklich hauptsächlich eigentlich tanken. Wir hatten so 30, 40 Euro insgesamt Taxikosten. Also auch total human. So, ich spicke jetzt mal kurz in meine App. Wir haben nämlich einen Punkt andere Ausgaben und bei diesen anderen Ausgaben, das sind 913 Euro. Die sind echt viel. Und das meiste davon ist aber der Kindergarten, in den die Noah gegangen ist, während wir unseren House-Sit die 7 Wochen hatten. Und der hat in der Woche nämlich 45 Euro gekostet. Da bin ich jeden Tag mit ihr hingegangen und war da für 3 bis 4 Stunden am Vormittag zusammen mit ihr dort. Was mega cool war, weil ich dadurch halt am Vormittag schon immer Kontakt zu anderen, auch Erwachsenen hatte, mit den ganzen Betreuerinnen. Und die waren so nett, die waren da total auf einer Wellenlänge. Sogar eine Veganerin war dabei. Und die waren irgendwie alle, ja, halt so richtig lässig und spirituell und easygoing. Und es war einfach wunderschön. Es hat sich so ein bisschen wie Familie angefühlt und das war richtig cool. Weil ansonsten auf den Spielplätzen war da einfach nichts los, weil die ganzen Leute arbeiten sind und die Kinder sind halt in der Daycare oder im Kindergarten und deswegen haben wir einfach mitgemacht. Oh, und bei diesen anderen Ausgaben sind auch noch knapp 200 Euro für eine Autoreparatur dabei. Wir hatten nämlich einen, ich sag mal, Fast-Unfall und der Außenspiegel von dem Auto war beschädigt und dann musste ersetzt werden und das hat uns dann nochmal 197 Euro gekostet. Und das hätte man sich eigentlich auch sparen können. Ich sehe gerade, wenn wir diesen Shopping-Rausch-Ding nicht gehabt hätten und dieses Spiegelgeschichte, hätten wir uns locker 400, 500 Euro einfach mal so gespart. Naja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Und was sind noch in den 913 Euro dabei? Ich sehe gerade, da sind einfach noch so Sachen,
Supplements, also wir haben dort noch viel Vitamin C eingekauft und auch Vitamin B12. Also wir haben, ich muss dazu sagen, wir nehmen solche Nahrungsergänzungsmittel teilweise vorbeugend für bestimmte Krankheiten ein, und auch wenn wir das Gefühl haben, dass wir krank werden oder dass sich da was anbahnt, dann fangen wir zum Beispiel an, hochdosiertes Vitamin C zu nehmen. Und das hilft bei uns echt gut. Also wir werden dadurch sehr, sehr selten krank, und wenn, dann verläuft das auch meistens wirklich sehr glimpflich. Und das haben wir wieder in Neuseeland wieder mehr angefangen, und da konnte man sich relativ günstig damit auch eindecken, und deswegen haben wir das gemacht, bevor wir hier wieder jetzt in Asien sind. Genau, und wir waren auch zum letzten Mal echt krank, also ich war zum letzten Mal krank, ganz am Anfang von Neuseeland, wo es auch dieses eine Video gibt, irgendwo im Nirgendwo, wo es mir wirklich gar nicht so gut ging, gesundheitlich und auch psychisch. Genau. Ja, und deswegen ist das auch in diesen anderen Ausgaben mit drin. Irgendwann habe ich angefangen, da andere Kategorien zu machen, und dann ist das auch nicht mehr so durcheinander. Und eine SIM-Karte ist noch dabei. Für 27 Euro haben wir uns eine SIM-Karte für 2 Monate eingekauft. Nach den 2 Monaten mussten wir einfach nur wieder Geld draufladen. An und für sich fand ich es sehr günstig, da die Telefonie- und SMS-Kosten. Auch die internationalen Anrufe waren sehr günstig. Ich glaube, ich habe mir für 10 Dollar konnte man irgendwie 100 oder 200 Minuten halt ins Ausland kaufen. Was nicht so günstig war bei Internet, da waren dann irgendwie nur 5 GB oder so drauf, das fand ich jetzt nicht so günstig. Also für YouTube oder so ist das dann nichts, aber wenn man mal Google Maps oder so unterwegs machen möchte, ist das auch easy, da haben uns auch diese 5 GB gereicht, echt für 2 Monate. So Leute, Zeit alles zusammenzurechnen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Betrag auf den Euro genau stimmt, weil ich habe die Centbeträge jetzt einfach mal weggelassen. Die da aber jetzt eigentlich mit einberechnet wurden. Deswegen schauen wir mal, ob das jetzt stimmt oder ob da 2-3 Euro Unterschied ist. Ich weiß ja nicht, habt ihr mitgerechnet? Ich auf jeden Fall nicht. Also mit allem zusammen wären wir bei 6.278 Euro. So, jetzt rechnen wir das mal durch 3. Konzi, was ist das durch 3? Liebe, ich habe nicht zugehört. 6.278 Euro, was ist das? Das sind 2.092 Euro pro Person, also knapp 3.000 Euro, knapp 3.000 Euro, was ist denn los? Es ist schon spät, die Noah schläft, wir waren den ganzen Tag am Strand, also knapp 2.100 Euro, genau 2.092 Euro pro Person für 11 Wochen in Neuseeland. Wir waren, wie gesagt, 1,5 Wochen im Campervan unterwegs, hatten einen wundervollen House-Sit und waren über eine Woche noch in Auckland. Ja, was gibt's noch zu sagen? Genau, davor waren wir in Australien, dazu gibt es noch ein Video. Und davor waren wir ein paar Monate in Malaysia, ein paar Monate auf Bali, kurze Zeit in Malaysia und auf Teneriffa. Und nachdem unsere Finanzen da gerade so wirrwarr waren, weil da hatten wir noch nicht die App, haben wir uns gedacht, dafür nehmen wir uns mehr Zeit, bis wir das zusammen friemeln. Und wenn wir ein Jahr komplett auf Reise sind, was wirklich bald der Fall ist, machen wir ein großes Video zu unseren Weltreisekosten. Da werden wir alles zusammenrechnen, euch alles sagen und auch noch sagen, wie wir diesen Batzen Geld überhaupt zusammenbekommen haben, wie wir das finanziert haben und warum das gerade alles jetzt auch noch möglich ist. Genau, bis dahin, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut sie einfach in die Kommentare. Freut euch auf Sonntag, da kommt dann mal wieder ein Vlog von uns hoch. Ich glaube, wir haben ganz, ganz, ganz lange keinen klassischen Vlog mehr gemacht, aber heute war die GoPro den ganzen Tag mit dabei. Also wirklich von morgens bis abends, so richtig klassisch Vlog, Video, Tagebuch. Genau, wir machen ja sonst immer mehr so Themenvideos, habe ich das Gefühl. Egal, wir haben uns an der Kunst des Vlogs mal wieder versucht. Und ich hoffe, es wird was. Da konnte sie sichern, nämlich gerade das Material. Und für uns ist es Zeit, ins Bett zu gehen. Okay, ihr Lieben. Bis dann. Ciao.